Ernst Toller, eine Jugend in Deutschland. Biografien erreichen selten die Kompliziertheit individuellen Daseins. Viele Konturen des vollständigen Menschen bleiben unbelichtet. Alle Momente müssen immer den einen bestimmen und begreiflich machen. Insbesondere in einem Buch, das wie dieses den öffentlich wirkenden Menschen zeichnet. Nicht nur meine Jugend ist hier aufgezeichnet, sondern die Jugend einer Generation und ein Stück Zeitgeschichte dazu. Viele Wege ging diese Jugend. Falschen Göttern folgte sie und falschen Führern. Aber stets bemühte sie sich um Klärung und um die Gebote des Geistes. Nicht Fehler und Schuld, nicht Versagen und Unzulänglichkeit sollen in diesem Buch beschönigt werden, eigene so wenig wie fremde. Um ehrlich zu sein, muss man wissen. Um tapfer zu sein, muss man verstehen. Um gerecht zu sein, darf man nicht vergessen. Wenn das Joch der Barbarei drückt, muss man kämpfen und darf nicht schweigen. Wer in solcher Zeit schweigt, verrät seine menschliche Sendung. Am Tag der Verbrennung meiner Bücher in Deutschland. Erich Kästner war einer der Autoren, der persönlich bei der Bücherverbrennung zusah. Verborgen in der Menschenmenge. Und im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin auf dem großen Platz neben der Staatsoper von einem gewissen Herrn Goebbels mit düster feierlichem Pomp verbrannt. 24 deutsche Schriftsteller, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er triumphierend bei Namen. Ich war der einzige der 24, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniform, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Begräbniswetter hing über der Stadt. Plötzlich rief eine schrille Frauenstimme: »Dort steht der Kästner!« Eine junge Kabarettistin, die sich mit einem Kollegen durch die Menge zwängte, hatte mich stehen sehen und ihrer Verblüffung übertrieben laut Ausdruck verlieh.